Hey Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Badfeed 242 Video. Beim letzten Update 4.0 haben sich einige Sachen an den Einstellungen geändert. Ein paar neue sind dazugekommen, ein paar haben sich einfach ein bisschen verändert und deswegen werde ich euch in dem Video kurz zeigen, was man da alles ändern sollte. Ich werde in dem Video jetzt nicht auf alle Einstellungen eingehen, sondern nur die, die vielleicht neu sind oder sich geändert haben. Also wenn euch alle Einstellungen interessieren, könnt ihr gerne mein anderes Video von vor ein paar Monaten abchecken. Also lasst uns direkt mal reingehen. Wir gehen auf die Optionen und hier bei General. Ich weiß nicht, ob ich das im ersten Video drin hatte, aber man sollte auf jeden Fall immer Cosplay aktivieren, weil es gibt nicht gerade genug Spieler, um praktisch ohne Cosplay spielen zu können. Die allermeisten haben das an, also sollte man es auch anschalten. Eine weitere Option, die man hier auch jetzt anschalten sollte unbedingt, ist Share Usage Data. Das ist jetzt nicht unbedingt für die Ingame-Sachen wichtig, aber vor kurzem ist die neue Stat-Tracking-Website von Battlefield Tracker rausgekommen und da könnt ihr eure ganzen Stats angucken. Also wenn ihr das Ganze nutzen wollt, dann müsst ihr diese Option hier aktivieren. Dann gehen wir mal weiter zu Display und zu HUD. Hier gibt es nicht viele Optionen, die sich geändert haben, aber eine, die man umstellen sollte, ist Camera Shake Amount. Das ging früher nur auf maximal 50, das sollte man auf 20 stellen. Das macht praktisch, dass sich deine Kamera weniger bewegt, wenn es eine Explosion um dich rum ist. Ist einfach ein bisschen praktischer so. Und ansonsten hat sich hier eigentlich auch noch die World Info Scale verändert und generell dieses HUD Scaling. Also sind es einfach Optionen, mit denen kannst du einstellen, wie groß sind die HUD-Elemente. Und World Info Scale heißt hier die Minimap und Team Info. Team Info ist uns eigentlich relativ egal, aber wir wollen halt, dass die Minimap größer ist. Die Minimap ist einfach ziemlich wichtig im Battlefield. Da hast du einen Haufen Informationen daraus, kannst einen großen Vorteil rausziehen, wenn du die benutzt. Deswegen macht man die meistens größer. Dann mal weiter zu den HUD-Icons. Hier können wir es praktisch einstellen, wie groß die ganzen Icons sind und wie durchsichtig die sind. Und man kann jeweils einstellen, wie es praktisch im Hipfire ist und wie es ist, wenn man reinvisiert. Fangen wir erstmal an mit den Objective Icons, also den Flaggen. Die kann man natürlich einfach auf 100% lassen, wenn man nicht reinvisiert. Und ich würde sie auf 0% stellen, wenn man reinvisiert. Weil wenn zum Beispiel ein Gegner vor der Flagge steht, dann sieht man den einfach nicht. Deswegen kann man das einfach komplett ausschalten, weil man muss es ja auch nicht sehen, wenn man es reinvisiert. Dann bei den Friendly Icons, das sind einfach die Icons von deinen Teammates. Die würde ich nicht komplett ausschalten im Visier, weil wenn du reinvisierst und dann ist da kein Icon über den Charakteren, dann weißt du nicht, ist es ein Gegner, ist es ein Teammate. Deswegen sollte man das auf einen geringeren Wert stellen. Ich habe es hier mal 30 eingestellt. Und bei den Revive-Icons, die würde ich komplett ausschalten, wenn man zoomt. Die sind einfach nur im Weg und muss man ja auch nicht sehen, wenn man reinvisiert. Bei den Squad-Icons ist es gleich wie bei den Teammate-Icons, einfach auf 30 und auf 0 stellen. Die Gegner würde ich natürlich immer komplett anzeigen lassen. Das ist eigentlich eine wichtige Information. Deswegen hat man das auf 100. Neutral-Icons habe ich einfach mal Standard gelassen und das hier auf 30 gestellt. Ich weiß nicht genau, was überhaupt neutrale Icons sein sollen, also habe ich das noch nie gesehen, aber schreibt man halt mal so ein. Und beim Ping, den würde ich auf 20% stellen. Muss man es auch nicht unbedingt sehen, aber wenn man jetzt zum Beispiel mit mehreren Leuten spielt, die markiert dann irgendwas und du bist gerade im Scope oder sowas, dann willst du das vielleicht trotzdem sehen. Und dann gehen wir mal weiter zu den Maus- und Keyboard-Optionen und hier auf On-Foot. Hier haben sich nämlich einige Sachen bei der Sense geändert. Früher war das ja so in 2042, dass sie eine andere Sense hatten, wie es zum Beispiel in vorherigen Teilen. Also früher hatte ich eigentlich immer eine 3er Sense, aber jetzt mit 2042 hat sich das Ganze ein bisschen geändert und ich musste meine Sense auf 7,2 stellen. Beim letzten Update hat sich das dann wieder geändert und jetzt haben wir wieder die alten Sense-Werte. Heißt, ihr müsst eure Sense wieder umrechnen, falls ihr jetzt nur eure alte Sense nicht mehr kennt. Und das ist tatsächlich nicht ganz so gut gemacht, weil man weiß das natürlich nicht. Wie haben diese Sense-Werte tatsächlich funktioniert? Sind die einfach linear gestiegen oder sind sie jetzt irgendwie logarithmisch oder exponentiell oder sowas gewesen? Also man kann jetzt nicht wirklich die wieder zurückrechnen perfekt und sicher halt. Aber was man halt machen kann, ist einfach den originalen Wert durch 2,4 teilen und dann hat man vielleicht wieder seinen richtigen Wert. Also so hat es zumindest jetzt bei mir funktioniert. Kann aber natürlich bei jedem anders sein. Was man halt ansonsten auch noch machen kann, ist einfach den Wert irgendwie einzustellen und dann halt zu testen, wie es sich anfühlt. Und ein Tipp für die Zukunft, den ich auch geben kann, wenn ihr eure Sense habt, dann nehmt euch einen Meterstab und geht in-game und dann bewegt eure Maus so weit, dass ihr euch einmal komplett umdreht, also 360 Grad, und dann messt diese Distanz und schreibt es euch auf. Weil wenn ihr diese Distanz habt, könnt ihr es, egal bei welchem Spiel, immer perfekt einstellen, dass eure Sense auch immer passt und ihr habt das nie das Problem, dass es irgendwie verloren geht oder so. Dann mal weiter zu den nächsten Punkten. Wir haben noch einen Punkt für euch Controller-Spieler da draußen. Wenn ihr auf Controller geht und auf On-Foot, kommt hier die Option Always Use Traversal Sprint. Das gab es bei den PC-Spielern schon länger. Jetzt ist es aber auch auf Konsole dazugekommen, beziehungsweise beim Controller halt. Und das ist eine sehr nice Option, weil die macht praktisch, dass ihr immer den schnelleren Sprint benutzt, den man normalerweise durch Double-Tap auf die Sprint-Taste aktiviert.
Und das hat einfach nur einen Vorteil, weil ihr einfach schnell lauft, ohne irgendwie einen Nachteil zu haben. Deswegen würde ich diese Option immer aktivieren, auch wenn ihr das PC-Spieler seid. Da gibt es diese Option auch. Müsste irgendwo hier sein, genau. Die einfach aktivieren. Jetzt gehen wir mal auf die Soundeinstellungen und hier auf Voice Chat. Das kam ja auch mit dem letzten Update neu rein. Hier kann man jetzt das ganze Ding einfach einmal aktivieren und dann kann man die anderen Leute hören und selber reden. Dann kann man noch einstellen, praktisch wie euer Mic aktiviert wird, ob es einfach immer aktiv ist oder ob ihr eine Taste dafür halten müsst. Und dann kann man auch noch einstellen, ob ihr das fürs Squad wollt oder für die Party. Also wenn ihr in der Party seid, dann redet ihr mit den Leuten, die in eurer Party sind, aber nicht mit denen im Squad. Und wenn ihr es auf Squad stellt, dann redet ihr mit allen, die in eurem Squad drin sind. Und wenn ihr jetzt Fahrzeugspieler seid, gibt es hier auch wieder ein paar Optionen neue. Man kann jetzt praktisch verschiedene Sensitivities einstellen für verschiedene Fahrzeuge. Und vor allem, glaube ich, neu ist hier, du kannst unterscheiden zwischen Jets und Helis. Und wenn ihr das davor nicht angestellt habt, könnt ihr das jetzt machen. Also meistens will man eigentlich eine andere Sense für Jets und Helis. Deswegen ist es ganz praktisch, wenn man es umstellt. Ich fliege eigentlich nicht Jet, deswegen habe ich es jetzt noch auf Standard. Aber müsst ihr da umstellen, wie es euch eben gefällt. So, und das war's dann auch schon mal mit den Einstellungen hier. Also, wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like da, wenn es euch richtig gut gefallen hat und ihr keine weiteren Battlefield-Videos verpassen wollt, lasst gerne ein Sub da und ich hoffe, ich sehe euch im nächsten Video. Bis dann, haut rein!